Klaus Junge wäre am Neujahrstag 98 Jahre alt geworden. Klaus Junge. Falls du den Namen noch nie gehört hast, hängt das damit zusammen, dass er längst nicht so alt werden durfte. Klaus Junge ist nur 21 geworden, ist gestorben am 17. April 1945. Der Lüneburger Heide war im Gefecht gegen einen britischen Panzerverband, den seine Einheit mit Panzerfäusten aufhalten wollte. Es hat Klaus Junge das Leben gekostet. Er hat wie seine drei Brüder den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt. Und hätte er ihn überlebt, dann hättest du als schachinteressierter Mensch wahrscheinlich von Klaus Junge gehört, denn er war eines der drei, vier großen deutschen Schachtalente des 20. Jahrhunderts. Unter anderem hat Klaus Junge den damaligen Weltmeister Alexander Aljechin geschlagen. 1942 in Salzburg. Es geht heute auf der Website ein Junge-Porträt online. Und das wollte ich mit dieser Partie anreichern, denn ich habe festgestellt, dass die nirgendwo richtig kommentiert zu finden ist. Und dann mache ich das mal. Klaus Junge, damals 18 Jahre alt, in Salzburg, der konnte relativ lange, weil er eben auf dem Weg in die Weltklasse war. Als Schachspieler konnte er trotz Krieg noch recht lange Schach spielen bei den wenigen Turnieren, die es da gab. Und hatte auch noch Gelegenheiten, mit einigen der besten Spielern dieser Zeit die Klingen zu kreuzen. Mit anderen wiederum nicht, denn die Zeit des Rassenwahns und viele starke Schachspieler waren Juden. Insofern hat er zum Beispiel nie gegen Botwinik gespielt, der damals auf dem Weg war, den Weltmeister Alexander Aljechin abzulösen. Da sind auch einige andere. Er hat auch nie gegen Max Euwe gespielt. Max Euwe spricht man den, glaube ich, aus, der von 35 bis 37 Weltmeister war und Aljechin kurz ablöste, der sich in Holland darauf zurückzog, ich bin Lehrer und ich kann nicht Schach spielen. Und das hat aber eher damit zu tun, dass er sich dem Nazi-Terror entziehen wollte. Insofern hat Klaus Junge einige veritable Gegner zu dieser Zeit nicht ans Brett gekriegt, weil die Umstände es nicht hergaben. In Erinnerung geblieben ist unter anderem diese Partie gegen Aljechin, in denen er mit Schwarz geschlagen hat, als 18-Jähriger den amtierenden Weltmeister. Überliefert ist, dass Aljechin hinterher gesagt hat, dass der Klaus Junge durchaus sein Nachfolger werden könnte und sein Weltmeister werden könnte. Es ist allerdings anzunehmen, dass er da auch so ein bisschen das gesagt hat, was die Nazis hören wollten. Denn von denen war Aljechin zu dieser Zeit abhängig, bevor er nach Portugal geflüchtet ist zum Kriegsende, hat er sich in Großdeutschland, wie es die Nazis gerne sahen, aufgehalten und für die Nazi-Propaganda einspannen lassen. Das ist nicht ganz klar, ob Klaus Junge wirklich dieses überragende Weltmeistertalent war, aber sicher hatte er Potenzial, ein Weltklasse-Spieler zu werden. Und das zeigt sich eben auch an dieser Partie, wo er mit relativ leichter Hand den Weltmeister geschlagen hat, der vielleicht ein bisschen kraftlos agiert, ich weiß es nicht, vielleicht war auch Klaus Junge nur so gut. Gucken wir uns das auch mal an. Aljechin hat weiß, Klaus Junge hat schwarz. Salzburg, 11. Juni 1942. Springer C3, C6, Springer C3, C6, E4, DE Springer E4, Läufer B4. Das ist eigentlich der Auftakt zu einem Gambit mit Läufer D2, das ist an dieser Stelle der gängige Zug. Läufer D2 lässt den Bauern auf D4 einstehen. Denn nach Läufer B4 kann Schwarz auf E4 den Springer nehmen. Weiß bietet dann gleich noch einen zweiten Bauern an. Diese Diagonale und die versperrte Rochade des Königs ist ein wichtiger Faktor in dieser Stellung. Ich erinnere mich daran, dass ich vor vielen, vielen Jahren gegen einen Altmeister bei der ostwestfälischen Einzelmeisterschaft mal mit Schwarz diese Stellung versucht habe zu verteidigen und bis zum Ende der Partie meinen König nicht rochiert bekommen habe und dann matt gesetzt wurde. Das ist
ein Part, worauf die weiße Kompensation basiert. Die andere ist einfach Entwicklungsvorsprung. Der zeigt sich noch mehr, wenn Schwarz jetzt tatsächlich auf G2 rausnimmt. Sieht man an dieser Stelle, ne? Weiß hat drei Figuren entwickelt, hat ein schönes, aktives Läuferpaar. Ist vielleicht auch eine G-Linie offen. Der Schwarze hat seine Dame exponiert, die leistet dann nichts, außer weiter angegriffen und übers Brett getrieben zu werden. Das ist für den Weißen zwei Bauern wert. Die weißen Ergebnisse in dieser Stellung sind überragend und die Schwarzen spielen so auch eher nicht. Es gilt als spielbar, aber es ist sehr, sehr schwierig für Schwarz. Der übliche Zug ist hier eigentlich Springer A6, was gleich mal hier den Kollegen befragt, den der Schwarze, wie ich aus eigener Erfahrung sehr gut weiß, von dieser Diagonale vertreiben möchte, um mittelfristig dazu zu kommen, noch Rochade auszuführen. Naja, Läufer D2 ist ja eher der übliche Zug. Rechts spielt Springer C3, das gilt als nicht ganz so anspruchsvoll. Klaus Junge spielt sehr richtig C5 und es ist zwar mit einem Tempoverlust verbunden, er spielt ja C6, C5, aber es ist natürlich richtig, das weiße Zentrum sofort zu befragen und anzuknabbern. Welchen stützt das? Klaus Junge macht Druck auf C3. Es droht Schwarz hier rauszunehmen. Weiß deckt das. Abtausch auf D4. Springer F6, A3. Jetzt, wo der Punkt C3 ausreichend verteidigt ist und Weiß hier mit der Figur zurückschlagen kann, ist es Zeit, den Läufer zu befragen. Den möchte Schwarz natürlich nicht hergeben. Spielt Läufer E7. Springer E3. Springer C6. Ebenso möchte Weiß seinen Läufer auf D4 nicht hergeben. Zieht aber erst den Zwischenzug B4. Schwarz muss die Dame zurückziehen. Läufer E3. 0-0. Läufer E2. B6, 0-0, Läufer B7 und wir haben eine relativ normale Stellung, in der der Weiße den typischen leichten Vorteil hat, den der Weiße oft hat. Denn Weiß hat ein bisschen Raum, es fällt ihm ein bisschen leichter zu operieren und seine Figuren zu koordinieren, weil er eben auf etwas mehr Raum unterwegs ist. Aber Schwarz ist solide, Schwarz hat keine Schwächen. Beide haben ihre Entwicklung vollendet. Leichter Vorteil für Weiß. Aber noch nichts, was für Schwarz zu Sorge Anlass geben würde und es steht eine Partie bevor. Eichen trifft hier eine Entscheidung, die von einigen Kommentatoren kritisiert worden ist, aber man kann schon verstehen, was er damit macht. Er spielt hier Springer B5. Es treibt die schwarze Dame zurück. Jetzt wird Schwarz bei nächster Gelegenheit Turm D8 spielen und Turm auf die offene Linie bringen. Darum zieht Aljechin präventiv seine Dame da raus. Auch das ist ein bisschen gekünstelt. Ich denke, dass hier Dame B3 der normale Zug ist. Ja, wenn man möchte als Weißer seine Türme verbinden. Aljechin als damaliger Weltmeister wollte das auch und er hatte offenbar die Idee, seine Dame nach B2 zu stellen und auf der langen Diagonale Wirkung zu erzielen. Das wird ihm aber nicht gelungen. Es zeigt sich relativ bald, dass die Dame auf B2 nicht gut steht. Und das bestätigt die Einschätzung, dass Dame C1 an dieser Stelle ein bisschen gekünstelt ist. Dame B3 ist der normale Zug. Aber auch das ist doch nicht schlimm. Jetzt sehen wir gleich erstmal die Idee von Aljechins Springer B5. Die Idee war nämlich genau dieses zu provozieren. Dieses A6, dass Schwarz diesen Springer rausschmeißt, um dann Springer A4 spielen zu können. Und diesen ungedeckten oder nur von Figuren zu deckenden Bauern B6, diesen vermeintlichen Schwächling unter Druck zu setzen. Das war die Idee von Springer B5. A6 provozieren, mit dem Springer zurückgehen, den nach A4 führen und gegen B6 Druck ausüben. Naja, gucken wir mal, ob das funktioniert. Springer D7, Schwarz deckt den Punkt B6, Turm D1. Jetzt droht Turm schlecht D7, Vorsicht. Turm schlecht D7, Dame D7, Springer schlecht B6 mit dann Gabel auf D7 und A8. Insofern muss Schwarz da was gegen tun. Spielt Springer CE5 und stellt seinerseits eine Drohung auf, denn jetzt droht Dame C6 mit
Mattdrohung auf G2 und mit Angriff auf den Springer A4. Dagegen wiederum muss Weiß was tun. Spielt hier F3. Ist auch nicht so richtig glücklich. Vielleicht ist hier Läufer F1 ein bisschen präziser, was dann so präventiv den Punkt G2 deckt. F3 ist ein Zug, der Sinn ergibt, wenn auf F6 ein schwarzer Springer steht, um dem Felder zu nehmen. Aber da ist ja keiner. Insofern ist die Kontrolle dieser Felder gar nicht so wichtig und dann schränkt das halt den eigenen weißfeldrigen Läufern ein bisschen ein. Ich weiß nicht, ich bin nicht so richtig, ich finde F3 sieht hier nicht so richtig harmonisch aus. Aber ja, das weiß ich schon. A5. Klar, Weiß hat die Bauernmehrheit am Damenflügel. Und wird die mittelfristig in Bewegung setzen wollen und versuchen, sich hier einen Freibauern zu schaffen. Schwarz wiederum versucht, diese Mehrheit unter Druck zu setzen. Träumt auch davon, auf der C-Linie vielleicht ein bisschen Druck gegen C4 aufzubauen. So. Ein wenig Druck ist ja schon da, aber ist auch zweimal verteidigt, dieser Bauer. Insofern ist da akut noch nichts los, aber wir sprachen gerade darüber, zweimal verteidigt. Hallechen spielt hier Dame B2. Ne? B4 war ja auch zweimal angegriffen. Deckt diesen Bauern B2. Und es ist zu beachten, dass der Bauer C4 nicht hängt. Wenn Schwarz jetzt auf C4 nehmen würde, hier oder an dieser Stelle nach dem Zwischentausch, da haben wir dann wieder diesen hängenden Springer auf D7. Ups, und bei Schwarz ist eine Figur weg, also darf man sich auf C4 noch nicht bedienen. Aber Schwarz hat ja einen sehr guten Zug im Köcher. Er spielt nämlich hier Läufer F6. Läufer F6 deutet an, dass diese Idee Dame B2 nicht so toll war, denn diese Diagonale, die gehört jetzt dem Läufer auf F6 und sonst niemanden. Und wenn wir uns dann jetzt Dame B3 angucken, da hätte die halt eben gleich hingehen können. Vorhin noch, als ich gesagt habe, hier wäre Dame B3 eigentlich der normale Zug. Jetzt ist sie halt doch mit einigen Zeitverlust nach B3 gewandert. C1, B2, B3. Ja, und wie geht's nun weiter? Das zeigt Klaus Junge an dieser Stelle sehr, sehr überzeugend. Das ist wirklich stark, wie das, was wie der junge Mann jetzt weiterspielt. Der macht hier B5. Und aus dieser Mehrheit 2 gegen 1 macht er sogar eine Mehrheit 2 gegen 0, aber eine, die halt dann zersplittet ist. Ein isolierter Doppelbauer. Und dadurch, dass der Bauer auf B5 schlägt, ist sogleich das Feld D5 für schwarze Figuren geräumt und Junge spielt hier D5 und die schwarze, weiße Dame, die eben schon vom B2 weggehen musste, jetzt ist er auf B3 angegriffen und sie weiß auch so langsam gar nicht mehr so richtig, wohin sie gehen soll. Die A-Linie ins Vis-à-vis mit dem Turm möchte sie nicht so gerne. Auch die C-Linie geht schlecht, da wird sie weggenommen. Der D-Linie ist auch kein richtiges Feld, aber was sonst? Auf B2 ist man dann wieder im Einflussbereich des Läufers auf der langen Diagonale. Ja, das war so stark von Schwarz vorgetragen und die zentralen schwarzen Leichtfiguren entfalten hier so eine mächtige Wirkung. Die weiße Dame steht derart unglücklich, dass sich Aljechin hier genötigt sah, eine Qualität zu geben. Turm schlecht D5. Und wenn wir so drauf gucken, dann hat er ja vielleicht auch ein bisschen Kompensation dafür. Ne? Hat zwar, dieser Freibauer ist zwar verdoppelt, aber trotzdem, der Vormarsch nach B6 zumindest wird unterstützt. Hier ist auch noch das schöne Feld C5 für den Springer am Rande, der ja gerne auch mitspielen möchte. Also es kann schon sein, dass das Weiß mit seinem auf den Damenflügel wirkenden Läuferpaar, mit seinem Freibauern hier, mit seinem Springer, der ein schönes Feld findet, das Weiß da durchaus ein bisschen Spiel und Kompensation für die Qualität findet. Die Maschinen, wenn man sie fragt, finden das an dieser Stellung auch. Die sagen zwar, Schwarz steht besser, aber die finden das noch nicht so richtig schlimm für Weiß. Schwarz spielt Springer C4 und gibt den Bauern zurück und unterbindet genau das, was ich gesagt habe. Ne? Dieses,
dieses starke Läuferpaar, das vielleicht den Bauern in seinem Vormarsch stützt, der Turm auf die C-Linie, Spieler auf dem Damenflügel, da pflanzt, stellt Schwarz erstmal mitten ein mitten rein, gibt den Bauern zurück und sagt aber, so, und jetzt kommst du nicht so richtig weiter, bist dein Läuferpaar los und jetzt habe ich in erster Linie eine Qualität mehr. Dame E5, Springer C5, das ist das Feld, wo der Springer E hinstrebte. Springer B6. Schwarz muss ein bisschen aufpassen, wo er seinen Turm hinzieht, denn die A-Linie ist offen. Hier liegen Turm A1-Sachen in der Luft. Nicht mit Matt, aber halt mit einem gegnerischen Turm dann auf der eigenen Grundreihe. Das hat man nicht so gerne. Darum zieht eigentlich ihn hier Turm C1 und verteidigt seine Grundreihe. Wenn man schon eine Qualität weniger hat und dann auch noch Verteidigungszüge machen muss, dann ist das doch ein sehr deutliches Zeichen, dass hier von Kompensation nicht so richtig viel zu sehen ist. Springer D5. Die Gabel, Springer D7, geht nicht, weil ja auf E3 einer hängt. Springer D7, dann kommt Dame schlecht E3 Schach und Schwarz gewinnt. Insofern muss man da irgendwo erst was gegen machen. Springer GE4, das deckt dann sozusagen den Läufer auf E3, indem es einen dazwischen stellt, bietet ihn allerdings auch zum Tausch an und droht Springer D7. Es droht jetzt immer noch, aber nicht, wenn Schwarz Turm A1 spielt, was er jetzt tut. Denn jetzt Springer D7 wäre ein schrecklicher Fehler, das würde Material verlieren. Turm C1, Dame D4 Schach. Und der Springer auf D7 ist weg und nix ist mit Gabel. Insofern zieht Alechin hier Turm F1, ist wieder, ein eher passiver Zug, der auch zeigt, Schwarz ist hier einfach vollständig am Drücker mit seiner Mehrqualität. Die 8, Springer F6, Dame F6. Und hier fiel dem Weißen auch nichts mehr ein. Es ist tatsächlich schwierig. Ich habe an dieser Stellung, denn das, was Alechin jetzt macht, ist, das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein, denn danach steht Schwarz einfach auf Gewinn. Aber es ist unheimlich schwierig, hier Alternativen zu finden und aufzuzeigen. Das weiße Spiel ist vollständig versiegt. Die Freibauern sind keine große Gefahr. Die sind mittelfristig weg und es zählt einfach die schwarze Mehrqualität und Schwarz ist jetzt schon auf der ersten Reihe eingedrungen und es steht ja sogar noch ein zweiter Turm bereit, hier auch noch einzudringen und steht plötzlich der weiße König auch noch unter Feuer. Also Weiß hat hier schon nicht mehr viel zu melden, es ist trotzdem überraschend, was ich mache, denn B6 bringt ihn nicht so richtig weiter, der B6-Bauer ist einfach weg. Was ich sich dabei gedacht hat, ist nicht überliefert, Schwarz nimmt den und Weiß kriegt nichts dafür. Dame E4. Deckt seinen letzten verbliebenen Bauern. Der ja so der allerletzte Quell der weißen Hoffnung ist, ne? Wenn der irgendwie mal sich in Bewegung setzen könnte, dann hätte Weiß vielleicht noch Schwindelchancen, aber ein Springer gegen den Turm ist halt ein bisschen wenig und ein bisschen dünn. Turm E8, Dame D4, Dame B6. Ja, und jetzt droht sogar der Schwarze, ne, auf der Linie. Wir stellen uns jetzt noch vor, dass eine schwarze Dame auf der zweiten Reihe eindringt. Jetzt droht sogar der schwarze Spiel gegen den weißen König zu bekommen. Mit seinem Mehrmaterial und darum lässt ich ihn hier den Tausch der Damen zu, was man ja eigentlich mit Material mehr nicht so gerne macht. Aber das hat dann zur Folge, dass dann auch der Freibauer sich jetzt verabschiedet. Und so ein ganz bisschen Hoffnung gibt es immer noch, denn so 3 gegen 3 in einer total symmetrischen Struktur, das ist da natürlich schwieriger zu gewinnen, als wenn die auf verschiedenen farbigen Flügeln wären und so. Denn der Springer, der kurzschrittige Springer, muss ja nur an einem Flügel operieren und das fällt ihm leichter, als wenn das Spiel auf zwei Flügeln wäre. Insofern ist das technisch noch nicht trivial für Schwarz. Gleichwohl ist das gewonnen und das zeigt der Klaus Junge jetzt auch recht überzeugend. Ein wichtiger Plan ist, im Endspiel muss der König aktiv werden. Ne? Der muss mitspielen und seine Kraft entfalten. Und das bereitet F6 schon vor. Gehen da jetzt relativ schnell durch. F2. Ja, und der weiße König wird sich hier jetzt vielleicht auf F4 dieses Loch suchen. Oder sich eine Route ins weiße Lager suchen. Und
Am Ende der Operation wird der Bauer F3 das Ziel des Schwarzen sein. Um den geht es jetzt. Er hält das noch ein bisschen zusammen und schafft es nochmal, den König rauszuschmeißen, aber dann kommt er halt andersrum. Und das ist jetzt eine Frage der Zeit. 2, König G1, jetzt hier Turm A2, das ist sehr, sehr schön. Kraft des Turmes, jetzt ist der weiße König vom Geschehen abgeschnitten. 6. Jetzt ist sozusagen das Ziel erreicht, der F3-Bauer wird bald fallen. 3, König E3 mit Schach. Zieht, F3 ist weg, Springer H5. Greift jetzt noch den F6 an. Den deckt Schwarz. Und an dieser Stelle gab er ihn dann auf. Dann hat er gegen den 18-jährigen Klaus Junge verloren. Schwarz wird als nächstes wird Schwarz F5 machen und dann wird er hier laufen. Das hat sich der Weltmeister nicht mehr zeigen lassen. Ja, Klaus Junge. Nachträglich herzlichen Glückwunsch in den Himmel zum 98. Geburtstag. Schade, dass wir nicht mehr von Klaus Junge gesehen haben. Aber es sind einige Partien erhalten. Vielleicht zeige ich bei Gelegenheit mal noch eine. Es gibt einige tolle Angriffspartien von ihm. Diese ist jetzt eher eine technische Partie. Er hat auch eher so technisch positionell geprägtes Schach gespielt. Und vor allen Dingen ist das sein Sieg gegen den prominentesten Gegner, den es zu seiner Zeit, den es seiner Zeit gab, den Weltmeister. Okay. Für den Moment erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis bald auf diesem Kanal und ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr. Ade.